Auf jeden Fall als Mann hätte ich es auf jeden Fall leichter gehabt, so oder so. Also egal, ob jetzt Mittelalter oder Antike. Die Antike war aber frauenfreundlicher als Mittelalter. Das ist schon mal klar. Aber also ich glaube, ich wäre lieber in der Antike gewesen, in Griechenland oder in Rom, also als Römer oder als Grieche, weil da die Kunst so krass cool war. Also weil das Können so enorm war. Und im Mittelalter kannte man ja das Ganze gar nicht mehr. Also jetzt, ja, man kannte wirklich gar nichts mehr. Sei es jetzt, wie man so große Büsten macht, beziehungsweise so große Bronzestatuen aus einem Guss oder so. Ich glaube, das hatten wir in Kunstgeschichte. Wann war der erste große Guss? Ich glaube, im 14. Jahrhundert. Und die Römer konnten es ja schon, die Römer und die Griechen konnten es ja schon um Christi Geburt so und davor schon. Als Spartaner, nee, Spartaner, nee, never. Im Mittelalter waren wir Europäer komischerweise eigentlich eher rückständig. Kommt drauf an. Also in der Kriegskunst waren wir weltführend. Aber, also, es heißt ja immer so, die Schwerter, also nichts ist besser als ein Katana. Aber ich weiß nicht, ob ihr den Test schon gesehen habt, so Katana gegen ein deutsches Schwert. Die Katana haben keine Chance dagegen. Also die zerbrechen und verbiegen sich und die deutschen Schwerter sind halt einfach. Ja, da. Also die haben eine kleine Scharte und das war's. Und das ist halt. Weil in Japan wurde nicht so viel gekämpft wie in Europa. Und vor allen Dingen die Bibliothek in Alexandria, die verbrannt ist. Wie viel Wissen da verbrannt ist. Unglaublich. Das ist eine relativ alte Doku, aber ich habe mal eine Doku drüber angeschaut. Wie die Antike oder wie die Welt gewesen wäre, wenn die Bibliothek nicht, Es ist vollbracht. Nicht verbrannt wäre und wenn das Wissen von den Römern nicht weggeschmissen worden wäre. Und das Krasse war, dass die Römer zu ihrer Blütezeit die Dampfmaschine erfunden haben. Die haben sie dann für so spektakuläre Sachen wie Theater benutzt. Also die hatten Stücke, bei denen kein Mensch mitgespielt hat, sondern nur Puppen, die durch Dampfmaschinen angetrieben wurden. Das ist halt schon irre. Damals. Alter. Und was auch krass ist, die haben. Tja, was wollte ich jetzt sagen? Warte. Die haben eben die Dampfmaschinen betriebenen Theaterstücke aufgeführt und dann auch so die Türen bei den Tempeln haben sie dann auch so präpariert, dass sie quasi, wenn man ein Feueropfer macht, dann hat sich die Schale erhitzt, die hat er wiederum Wasser erhitzt und das wiederum hat dann die riesen steinernen Tore oder hölzernen Tore vom Allerheiligsten aufgemacht und da war halt diese riesen Götterstatue. Also zu der Zeit, wenn man das ganze Wissen nicht hat, ist das halt wirklich wie ein Wunder vorgekommen. Und das ist halt schon interessant, was wäre, wenn die Römer ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten. Also die waren ja schon so
so, dass sie sehr viel der Technologie als zum Krieg her, also zum Krieg benutzt haben. Und sie waren höchstwahrscheinlich, man weiß es ja nicht, weil die ganzen Aufzeichnungen von den, also die meisten Aufzeichnungen von den DAF-Maschinen, die sind in der Bibliothek vernichtet worden. Und nur die persönlichen Aufzeichnungen von den Toren und so weiter, die hat man eben noch gefunden. Und es gab auch Zeichnungen, die fast an eine dampfmaschinenbetriebene Eisenbahn oder Dampf, ja, nicht Eisenbahn, sondern so eine Kutsche, die halt mit Dampf betrieben wurde. Und da haben sie schon, auch schon dran gearbeitet. Und das ist halt richtig krass. Also, dann wären wir, glaube ich, heute auch sehr viel weiter, wenn das ja, großes Feuer, juhu. Wenn das anders gekommen wäre. So. Schnell mal ein bisschen, ein paar tausend Euro weg oder ein paar Gold weg. Ich meinte eher ziviltechnisch. Die Römer hatten uns schon einiges gebracht auf der Welt. Ja. Vor allem, was interessant ist, die ganzen. Die ganzen Gebäude, was die Römer hatten, war ja auch wirklich so, dass es der Stadt, also die ganzen Bauten von den Römern, die haben sich ja dann in Städte verwandelt im Mittelalter oder schon davor. Und die haben auch mehr floriert als die ganzen neu entstandenen Städte, weil da war eben die Technik noch da. Ich greife die jetzt an, was soll's. Die werden da auch nicht rausgehen und ich muss die jetzt vertreiben. Also die Verbündeten, die Söhne der Rea, die 2000, warte, ich warte mal. Ich warte. Ich brauche Trocken. Ja, Nebel ist, nee, ich warte. Dankeschön. So, was auch interessant ist, da habe ich auch mal so ein Clip gesehen oder so ein kurzes Video, dass die medizinische Versorgung von den Römern war so gut und die ganzen ja, Instrumente von denen, also Skalpell und so weiter, die sind so gut, dass selbst wenn man, also die haben einen Test gemacht, die haben so ein Mediziner Set haben sie gefunden, das ist unglaublich selten, dass man sowas findet, aber die haben das gefunden und die haben das dann ein Chirurgen gegeben und so gefragt, so, ja, kannst du damit was anfangen? Und der wusste halt von Anfang an, was für was gebraucht wird, weil die Form hat sich nicht verändert. Und das finde ich halt so krass interessant. Uiuiui, was ist das denn? Das Ende der Welt. So, warte, ich werde mal versuchen, ihn hier aufzuhalten, bevor er in die Festung kommt. Genau, und das fand ich so unglaublich faszinierend, dass ja, dass sich die Form der Instrumente nicht wirklich verändert hat über die Jahrzehnte. Weil deshalb musste ja die Menschheit alles wiederentdecken. Das ist halt auch sowas, was unglaublich spannend ist, finde ich. Und das haben sie halt auch wieder entdeckt. Ah, so. Da habe ich mal viel zu viel gelabert und jetzt hatte ich schon einen ganz trockenen Hals. So.
Was uns, was Europa auch sehr geholfen hat, waren die Kreuzzüge. Das mag jetzt makaber klingen, aber dadurch hat das mittelalterliche Europa hat dadurch dann die Techniken und so weiter vom Osten gesehen und wieder mitbekommen. Und das ist auch super interessant. Warum war, damit habe ich auch mit der Merve viel geredet, warum war während dem dunklen Zeitalter des Mittelalters, warum war im Osten das goldene Zeitalter? Und ein Grund oder eine Erklärung, die ich ziemlich gut finde, oder also die mir einleuchtet, ist, weil Rom ist untergegangen und wurde eigentlich vollständig vernichtet. Also auch mit Brandschatzungen und so weiter. Und das war eben im Osten nicht so. Im Osten war eben, wurde Rom nicht vernichtet. Rom, also das wissen ja viele auch nicht, dass Rom jetzt nicht irgendwie 300 nach Christus gestorben ist. Da ist zwar Westrom gestorben, aber Ostrom wurde ja im Laufe der Zeit zum Byzantinischen Reich. Und die sind. Wann haben die Türken das erobert? Im 11., 12., 13. Jahrhundert oder so. Also an sich war Rom noch sehr lange da. Das finde ich halt auch immer super spannend. Genau. Jo, ein bisschen Geschichte noch dazu. So, jetzt versuche ich ihn mal hier einzukesseln, was gerade ziemlich gut funktioniert. Hier sind halt sehr viele Pikniere. Und die werde ich jetzt mal in Dauerfeuer. Die schauen gerade nur zu, das ist ganz gut. Ist gerade schlecht, was da passiert. Das ist gerade nicht ganz so toll. Da weg, weil du bist ein General, den mag ich nicht verlieren. Warte, ihr ignoriert jetzt einfach die Fernkämpfer, die sind eh für ein Bobbes. Darum kümmern sich meine Fernkämpfer jetzt. So, danach müssen sich meine Einheiten erstmal ausruhen, weil dann müssen sie ja nochmal eine Festung erstürmen. Zum Glück nur so ein Militärlager. So, super.
Gut, jetzt nicht mehr schießen. Weil die brauche ich jetzt für die da. So, gut. Dann kann ich ja schon mal losgehen. Die halten auch ziemlich viel aus. Gut, hier sind Pikeniere. Okay. Gut. Ich gehe mal jetzt an den Rand der Türme. Ich muss jetzt versuchen, so schnell wie möglich hier reinzugehen. Warte, so, die kommen auch mit. Nein, doch nicht da. Oh Mann, ihr seid doch doof. So. Ach, der ist ja immer noch da. So. So, schön alles auf die Pikeniere. So. Ich greife jetzt die eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Ich greife jetzt die Wände an. Weil ich will so schnell wie möglich die Türme einnehmen. So, seid ihr mal fertig? Dankeschön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, die da haben jetzt keine Munition mehr, leider. Die Mauern sind durchbrochen! Was, wo? Wow, das ging ja echt schnell. Das ging echt schnell. Guck. So, jetzt gehe ich mit denen hier rein. Sehr schön. Du kommst jetzt auch hier hin. Ihr kommt jetzt auch hier hin. Und ihr, keine Ahnung, was ihr macht. Gehen da runter, die anderen bleiben hier. Oh. Die Tore, die Türme machen am meisten Damage. Die machen einfach am meisten Schaden. Wir haben einen Turm eingenommen. Kompliten bereit! Doppelter Geschwindigkeit! Zerstückeln Sie! So, das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. So,
Das passt auch. Der kommt auch mal rein. So. Wir haben einen Turm eingenommen. Ja, schön. Das läuft doch. Ich muss noch erforschen, dass die Bogenschützen mehr Munition haben. Der Ryukische Pikeniere, zu Befehl. Warte! Weil der dann, also die kretischen, das sind doch, genau, kretischen Bogenschützen sind einfach so krass. Die machen richtig, richtig Schaden. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Spartaner! Die Pikeniere erwarten eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit! Der Ryukische Pikeniere! So, Dela. Nehmen wir mal den. Eigentlich gewinnst du relativ klar, ja. Der Ryukische feindliche General! Ist auch relativ easy, die Schlacht. Es wäre auf jeden Fall noch ganz, ganz anders geworden, wenn es andersrum gewesen wäre, wenn die Armee hier die Verstärkung gewesen wäre und die 2000 Mann, die ich hier abgefangen habe, die 2000 Mann, wenn die hier drin gewesen wäre, die hatten ja, ich glaube, 4, 5, 6 Pikinier-Einheiten. Wir haben einen Turm eingenommen. Ich glaube, dann hätte ich es sogar nicht geschafft. Dann hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Fortfahren. Nur kurz. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay. So, 800 Verlust. Von 3000. Der hat 3600 aufgestellt und 3100 verloren. Und das ist halt hier, 668 hat er getötet und 800, habe ich verloren. Das heißt, ich war super schnell mit den Türmen, weil normalerweise machen die mehr als 2/3 Schaden.